Dem Souls war meine erste richtige Berührung mit From Software und hat deshalb einen besonderen Platz in meinem Herzen. Was mich aber bis heute an diesem Spiel fasziniert, ist seine Atmosphäre. Jedes Videospiel gibt einem ein einzigartiges Gefühl, während man sich durch die fiktiven Welten bewegt und mit ihnen interagiert. Oft sind diese Gefühle auch gar nicht richtig in Worte zu fassen, aber dennoch sind sie stets präsent. Als 2020 dann das Remake angekündigt wurde, konnte ich meine Begeisterung nicht zurückhalten. Das Spiel sah fantastisch aus und meine Freude war groß, als Bluepoint Games, also die Entwickler des Spiels, meinten, dass sie das Gameplay unverändert lassen wollten. Als ich das Spiel dann endlich spielen konnte, machte sich aber schnell eine Ernüchterung breit. Ich merkte einfach, dass es anders war. Dieses besondere Gefühl von damals kam nicht mehr auf. Demon's Souls hat seine Seele verloren. Heute möchte ich auf dieses Phänomen eingehen und versuchen herauszufinden, was ein gutes Remake ausmacht, welche Folgen Änderungen mit sich bringen und inwiefern man vom Original abweichen kann oder sollte. Vieles davon wird letztendlich auf persönliche Präferenzen hinauslaufen. Dennoch ist es spannend, sich darüber Gedanken zu machen, gerade in einer Zeit wie dieser, in der immer mehr Spiele eine Neuauflage bekommen. Direkt vorneweg, ich möchte weder das Demon's Souls Remake noch irgendwelche anderen Titel schlecht reden, sondern möglichst sachlich an das alles herangehen und ein paar Denkanstöße zu dem Thema geben. Dieses Video wird neben Demon's Souls auch Spoiler zum Final Fantasy VII Remake enthalten. Ich werde nochmals rechtzeitig darauf hinweisen und Kapitel zur Verfügung stellen, wenn man einen Teil überspringen will. Zunächst einmal möchte ich kurz klären, was ein Remake ist, da hier oft Begriffe durcheinander geworfen werden. Bei einem Remake wird ein vorhandenes Spiel von Grund auf neu gemacht. Das bedeutet neuer Code, neue Modelle, neue Features etc. Ein Remaster hingegen nimmt sich das vorhandene Spiel und optimiert es einfach ein wenig. Das betrifft die Auflösung, die FPS und eventuell ein paar kleine Quality of Life Änderungen am Gameplay. Zuletzt gibt es noch den Port, bei dem ein Spiel lediglich an die Anforderungen bestimmter Systeme angepasst wird, damit es auf diesen läuft. Auch hier kann es eventuell kleinste Änderungen am Inhalt des Spiels geben, die aber meist nicht ins Gewicht fallen. Natürlich gibt es auch Ausreißer, bei denen es schwieriger ist, sie in eine Kategorie zu stecken. Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask 3D bekamen eine komplette grafische Aufwertung mit neuen Modellen. Das Gameplay wurde aber nahezu unberührt gelassen und benutzt wahrscheinlich auch noch viel vom originalen Code. Ist es darum nur ein halbes Remake? Die Grenzen sind gefühlt niemandem ganz klar, aber in diesen Fällen würde ich von einem Remake reden, da alles Visuelle neu gemacht wurde, anstatt das Vorhandene nur hochzuskalieren. Hier kommt es für mich auf die Menge der neuen Dinge an. Auch das kürzlich erschienene Metroid Prime Remastered wird hier seinem Namen nicht gerecht, da alle 3D-Modelle und Texturen des Spiels komplett neu sind und neue Effekte sowie Anpassungen im Gameplay hinzugefügt wurden, wodurch es eigentlich viel mehr Remake als Remaster ist. Gleiches gilt für die Spyro Reignited Trilogy und die Crash Bandicoot Insane Trilogy, bei denen auch viel zu viel neu gemacht wurde, um sie nur als Remaster zu bezeichnen. Im Vergleich dazu ist das Tales of Symphonia Remaster nur eine KI-hochskalierte Version des PS3- und PC-Ablegers, welcher wiederum auf der PS2-Version beruht. All diese Spiele benutzen aber die gleiche Bezeichnung und werben mit ihr, was irreführend ist und die tatsächliche Arbeit hinter solchen Neuauflagen undurchsichtig macht. Eine Lösung dieses Problems gibt es leider nicht wirklich. Wenn man neue Begriffe wie Remaster Plus einführt, entsteht ein Wirrwarr an Wörtern, welches jetzt schon nicht auseinandergehalten werden kann. Wenn man Remaster und Remake zu einer Skala macht, bleiben die Grenzen schwammig und niemandem ist geholfen. Wenn man schärfere Grenzen zieht, wird es immer noch irgendwelche Ausreißer geben und das ganze System wird unnötig kompliziert und bürokratisch. Ich weiß, das alles ist ein verhältnismäßig kleines Problem, da man ja recht schnell erkennen kann, was an einem Spiel geändert wurde. Aber es trägt dennoch zu der Verwirrung rund um die Begriffe bei, wenn nicht einmal die Entwickler und Publisher sie korrekt anwenden. Einige Spiele verzichten deshalb auch komplett auf diese Wörter und behalten einfach den originalen Titel bei. Bluepoint Games tat das 2018 mit Shadow of the Colossus und 2020 dann auch mit Demon's Souls. Wörter und Bezeichnungen sind aber nicht das, um was es eigentlich gehen soll. Sie zeigen aber bereits, dass scheinbar einfache Dinge schnell zu vielen Problemen und Uneinigkeiten führen können. Und genau hierin liegt auch die Schwierigkeit von Neuauflagen und vor allem Remakes wie Demon's Souls. Die Idee für dieses Video entstand durch einen Tweet vom Souls-Künstler MenaceLG, welcher meine Gefühle mit dem Remake perfekt in Worte gefasst hat und mich dazu motivierte, tiefer in das Thema reinzugehen.
Das Remake ist absolut fantastisch, wenn es um Grafik, Animation oder spielerische Verbesserungen geht. Und ich bin extrem glücklich darüber, dass es nun noch mehr Leute erleben können. Aber es hat die künstlerische Vision des Originals zerstört und nicht verstanden, warum Dinge so waren, wie sie waren. Ich werde hier ebenfalls aus der Sicht eines Künstlers argumentieren und ins Detail gehen, wieso ich diese Meinung vertrete. Während der Produktion dieses Videos hat der YouTuber Redatosker ebenfalls seine Missgunst bezüglich des Remakes in Videoform ausgedrückt, weshalb sich hier manche Punkte überschneiden werden. Ob er auch von der Diskussion auf Twitter inspiriert wurde, weiß ich nicht. Ausschließen würde ich es aber nicht. Wenn Leute über Demon's Souls reden, hört man sehr oft, dass sie vor allem die Atmosphäre dieses Spiels lieben, und dem schließe ich mich an. Schon damals, als ich noch nichts mit Souls-Titeln zu tun hatte und von der Schwierigkeit überwältigt war, konnte mich die Welt in ihren Bann ziehen und blieb mir auch nachhaltig im Gedächtnis. Dahinter steckt aber mehr als pure Nostalgie. In der Welt von Demon's Souls existiert eine Kreatur von enormer Macht, welche unterhalb des Nexus, der Hub-Area des Spiels, in einen ewigen Schlaf gelegt wurde, nachdem sie bereits in der Vergangenheit die Hälfte der Menschheit mit ihren Dämonen ausgelöscht hat. König Alland XII. Hörte aber davon, dass jedem, der sich der Kreatur hingibt, unvorstellbarer Reichtum versprochen wird und folgte so dem Ruf der Kreatur. Der Reichtum kam natürlich nicht und die Kreatur erwachte erneut, um die Welt in farblosen Nebel zu hüllen, welche allen Lebenden den Verstand nahm und sie langsam zu Dämonen werden ließ. Dieser Nebel ist auch der ursprüngliche Grund für die Nebelwände, die wir heute kennen und fürchten. Der Nebel findet sich überall im Spiel und trägt zusammen mit der sehr entsättigten Farbpalette und den Blumen zu einem ätherischen, unnatürlichen Gefühl bei. Das Königreich Boletaria befindet sich auch noch mitten in einer Krise, was es von anderen Souls-Teilen unterscheidet, in denen die Welt bereits zerstört und am Ende ihrer Lebenszeit ist. Das führt dazu, dass man in diesem Spiel auch gegen ganz normale Soldaten kämpft, etwas, das für diese Spiele extrem seltsam ist und sich irgendwie auch falsch anfühlt. Die Gebiete des Spiels sind auch nicht miteinander verbunden und weisen oft sehr karge, leere Landschaften auf, was zum Teil an den technischen und finanziellen Limitationen liegt, aber auch irgendwie beabsichtigt wirkt und ebenfalls zu diesem bizarren, unheimlichen Gefühl beiträgt. Das Ganze wird abgerundet durch den Soundtrack des Spiels, welcher zwischen albern und melancholisch schwankt, aber immer eine außerweltliche, besondere Art in sich trägt. Das Remake hingegen zielte vorrangig darauf ab, die Power der PS5 zu nutzen, um eins der detailreichsten und realistischsten Spiele zu erschaffen, die es bisher gab. Gesättigte Farben, keinerlei Tiefenunschärfe mehr, viel weniger Blumen. Das Original hatte all seine Entscheidungen bewusst getroffen, um eine ganz bestimmte künstlerische Richtung einzuschlagen. Dieses komische, bizarre und flüchtige Gefühl des Spiels war gewollt. Alles ist so abstrakt und surreal. Demon's Souls fühlt sich wie ein Traum an. Das Remake hingegen fühlt sich so an, als ob man von diesem Traum erwacht und nun wieder in der langweiligen Realität angekommen ist. Natürlich sieht alles wirklichkeitsgetreu aus, aber es lässt keinen Raum für Fantasie und Kreativität. Aus der Dokumentation über die Entstehung des Remakes, auf die ich mich oft beziehen werde, ging hervor, dass Bluepoint Games dem Gefühl des Originals treu bleiben und großen Wert auf die Lore legen wollte, was ein extrem wichtiger Ansatz für ein solches Spiel ist. Leider sind sie an vielen Stellen gescheitert, welche wir uns nun genauer anschauen. Angefangen bei den Umgebungen und der Architektur. Die wohl größte Änderung betrifft das Königreich Boletaria selbst. Im Original hat die Burg einen schlichten romanischen Baustil. Sie diente rein zu Verteidigungszwecken und zeigte auch, dass man dort nicht viel Wert auf Prunk oder Aussehen legte oder legen konnte. Das war die Identität des Ortes und seiner Bewohner. In der Neuauflage bekam die Festung einen gotisch angehauchten Stil und wurde komplett neu designt. Weg sind die schlichten Fassaden, extrem detaillierte und verzierte Gebäude repräsentieren nun Boletaria. Der Creative Director Gavin Moore fand diese drastische Änderung in Ordnung, da sich Trends in Spielen und Artstyles eben ändern. Bei dieser Aussage hatte ich einige Fragezeichen über meinem Kopf. Was hat der historische Baustil einer Burg, welcher bewusst so gewählt wurde, mit irgendwelchen aktuellen Trends oder gar einem Artstyle zu tun? Die Antwort darauf gab er direkt danach. Laut ihm gab es den Künstlern mehr Freiheiten, eine realistische Welt zu erschaffen. Hierin liegt das Problem. Es ging darum, so viel Details wie möglich in das Spiel zu bringen. Und die gotisch angelehnte Architektur bietet sich perfekt an, alles mit vielen unnötigen Kleinigkeiten vollzustopfen, welche natürlich imposant wirken und Leute blenden können. Dabei ging jedoch jeglicher Bezug zur ursprünglichen Intention verloren.
Es wäre genauso gut möglich gewesen, den romanischen Baustil beizubehalten und diesen auf ein aktuelles grafisches Niveau zu heben, aber es hätte dadurch weniger beeindruckend und episch ausgesehen. Nicht alles ist schlecht. Herumliegendes Gerümpel, hölzerne Wehrgänge und Gerüste oder etwas Efeu an den Gemäuern passt zu der simplen, rustikalen Herangehensweise der Bewohner Boletarias. Das große Problem ist eben der Wechsel des Baustils und die damit verbundenen Implikationen zur Historie des Ortes. Auch in Latria haben sie Änderungen vorgenommen, welche beweisen, dass ihnen manche Bedeutungen doch nicht bewusst oder schlichtweg egal waren. Dank dieses Kommentars bin ich auf einen Missstand in Abschnitt 3-2 aufmerksam geworden. Im Original ist der Pfad zum Boss mit Stangen versehen, an denen gelber Stoff weht. Es braucht nicht viel, um zu verstehen, dass dieser gelbe Stoff mit dem Erzdämon am Ende von Latria verbunden und dadurch auch eine Vorausdeutung ist. Der Stoff manipuliert und kontrolliert seinen Träger. Auch wenn der alte Mönch über das Reich regiert, geschieht alles unter dem Einfluss des Stoffes. Man könnte auch vermuten, dass der Stoff mit diesen Flaggen den Spieler anlocken will, um ihn zu einem neuen Gefäß zu machen. Das Remake hat diesen Stoff rot eingefärbt. Es ist nur eine Farbe, aber es erzählt eine Geschichte, die hiermit komplett verloren ging. Eine Änderung, über die man sich schon eher streiten kann, wäre die Arena des Flamelurkers. Die Lore besagt, dass der Flamelurker seit Ewigkeiten in einem alten Tempel voller Drachenknochen versiegelt ist. Während das Original diesen Raum sehr simpel und dunkel hielt, wodurch er eben alt und lange vergessen wirkt, wurde er im Remake durch Feuer und Lava hell erleuchtet, überall mit Ornamenten versehen und wirkt dadurch neuer und lebhafter. Beide Versionen sind legitim, für mich passt ein heruntergekommener Raum aber besser ins Bild, wenn ich an einen uralten Tempel denke. Beim Design des Flamelurkers selbst waren sich jedoch alle einig. Er hatte keinerlei Ähnlichkeit mehr zu dem Boss, den wir von damals kannten. Die Augenklappe und das markante Grinsen wurde entfernt, stattdessen bekamen wir ein generisches, langweiliges Feuerdämonendesign. Es gab zu Recht einen großen Aufschrei der Fans, welcher bei Bluepoint ankam und uns folgende Begründung lieferte. Der Flamelurker hatte laut ihnen Details, die nicht wirklich vorhanden waren, wodurch sie diese interpretieren und mit neuen Ideen füllen mussten. Wie bereits bei Boletaria ist das nichts weiter als eine Ausrede, um Dinge zu ändern, die sie selbst nicht mochten. Hier ist das 3D-Modell des Flamelurkers aus dem Original von 2009, auf welches sie auch Zugriff hatten. Es gibt hier absolut nichts, das eine Interpretation erfordert oder solch drastische Änderungen legitimiert. Es wäre etwas anderes, wenn wir von 2D-Sprites oder früher 3D-Grafik reden würden, aber hier ist bereits ein Level an Details erreicht, bei dem alles klar erkennbar ist und sie schlichtweg die originale Version ändern wollten, was im Widerspruch zu ihrer Absicht steht. Letztendlich haben sie nach langer Überlegung das Design ans Original angepasst. Sie wollten keine überstürzten Entscheidungen auf Basis der Fans treffen und meinten, dass man manchmal seinen Entscheidungen treu bleiben muss, was an sich keine schlechte Einstellung ist, aber hier sehr arrogant wirkt, wenn man doch eigentlich das Gefühl des Originals beibehalten und das Spiel würdigen will. Danach sind sie alle anderen Charaktere nochmals durchgegangen und haben überprüft, ob sie etwas zu Lore übersehen haben oder zu drastische Änderungen vornahmen. Diese Aussage ist im Nachhinein auch sehr absurd, denn genau das haben sie an etlichen Stellen getan. Das Design der Fat Officials war damals geprägt von einem permanenten sadistischen Lächeln, bei dem man nicht wusste, ob es ihr Gesicht oder eine Maske ist, gepaart mit einem Outfit, das dennoch eine gewisse Eleganz und einen wichtigen Status im Königreich vermittelte. Der Vanguard-Demon traf eine gute Mischung zwischen albern und beängstigend, die perfekt in die träumerische Welt passte, auch wenn er eigentlich aus einem anderen Spiel stammte. Der Adjudicator hob sich durch seine Tattoos, seine aufgerissene Lippe und seinen gelben Körper ab, welche ihn mit dem nächsten Boss des Gebiets verbinden. Alle drei bekamen im Remake die gleiche Behandlung. Sie sind nun einfach fett, voll mit Beulen und Falten und wirken abstoßend und leidend. Ihnen wurde nicht nur ihre Einzigartigkeit genommen, sie widersprechen damit auch dem Anspruch von Miyazaki, den ich bereits im Video von Dark Souls erwähnte. Er möchte immer ein gewisses Maß an Eleganz und Würde wahren, was hier nicht mehr gegeben ist. Auch komplett verfehlt haben sie das Design von Fool's Idol, eine Puppe, welche vom alten Mönch erschaffen wurde, die verstorbene Königin repräsentiert und den Gefangenen Hoffnung geben soll. Die Gefangenen verehren sie und werden dadurch von ihr manipuliert, was nur funktioniert, da sie Liebe, Sicherheit und Weisheit ausstrahlt. Im Remake haben sie ihr ein verrücktes, wütendes und abstoßendes Erscheinungsbild gegeben, das wohl kaum Ruhe oder Geborgenheit an die Gefangenen ausstrahlen kann.
Selbst Ausrüstung ist von diesem Problem betroffen. Allen voran die ikonische Rüstung von Ostrava, welche auch Demon's Souls selbst repräsentiert und auf jedem Cover abgebildet ist. Sie ist stark an den Maximilians-Harnisch bzw. Riefel-Harnisch angelehnt und hat damit einen historischen Hintergrund, welcher mit dem neuen Design komplett missachtet wurde, um ein cooleres oder zumindest anderes Design einzuführen. Wenn man die Vorlage respektieren will, sollte man doch zumindest die wohl bekannteste Rüstung aus dieser Vorlage unverändert lassen. Stattdessen erkennt man sie nicht wirklich wieder und versteckt den originalen Helm hinter dem Tutorial-Boss, bei dem man eigentlich sterben soll. Der Großteil der Spieler wird ihn also gar nicht erst finden, da man ja nur eine einzige Chance pro Spielstand hat. Zuletzt möchte ich noch auf die Musik eingehen, welche eine orchestrale Neuauflage bekam. Hier ist aber zu erwähnen, dass Bluepoint nicht direkt für die Musik zuständig war, auch wenn meine Kritik recht ähnlich ausfällt. PlayStation hat eine kleine Dokumentation zu der Entstehung der Musik veröffentlicht, aus der hervorging, dass sie der Intention des ursprünglichen Komponisten Shunsuke Kida treu bleiben wollten und die wichtigsten Aspekte der Lieder als Basis nahmen, was meist die Melodie war. Wie auch bei Bluepoint werden diese Aussagen nicht umgesetzt, wodurch der neue Soundtrack nur noch vage an das Original erinnert und auf keinen Fall mehr dessen Seele enthält. Durch den Einsatz eines Orchesters und der Orientierung am Soundtrack von Bloodborne sind die neuen Versionen viel epischer, bombastischer und treffen nicht ganz den tristen, traurigen Ton, den sie einfangen wollten. Das wäre auch kein großes Problem, ein Orchester bringt nun mal einfach einen anderen Klang mit sich als MIDI-Sounds. Mein Problem ist wieder mal, dass sie oft komplett von der Vorlage abwischen, wodurch man die Inspiration dahinter gar nicht mehr heraushört. Hier ein paar Beispiele. Auch wenn einem die originalen Lieder nicht gefallen, sollte man dennoch deren Essenz beibehalten, gerade wenn das der Anspruch ist, den man nach außen trägt. Der komplette Soundtrack ist wie das Remake selbst fantastisch und qualitativ extrem hochwertig, aber er hat nur noch wenig mit Demon's Souls zu tun. Ich könnte noch weitere Abweichungen nennen, die ohne gute Begründung getroffen wurden und die Intentionen der Vorlage ignorieren, aber ich denke, dass die erbrachten Beispiele einen guten Überblick über die Probleme des Remakes gegeben haben. Außerdem ist bei weitem nicht alles schlecht. Sie haben oft auch bewiesen, dass sie die Lore und die ursprünglichen Absichten sehr wohl verstanden haben. Der Nebel, welcher das Land einnimmt, ist viel präsenter und tritt teilweise auch aus den Bossen aus, was Sinn macht. Auch tauchen aus besiegten Bossen für einen kurzen Moment die einst menschliche Form der Dämonen auf, was ein wunderbares kleines Detail ist. Stonefang Tunnel, das Valley of Defilement oder vor allem auch der Shrine of Storms treffen das Original sehr gut und gerade der Storm King ist im Remake absolut atemberaubend inszeniert. Moore erwähnte selbst, dass absolut alles, jeder einzelne Raum, eine Bedeutung und eine Geschichte hat und dass die Welt sie sehr gut erzählt. Ihm ist bewusst, wie wichtig jedes Detail ist und lehnte auch Konzepte ab, die zu stark abwischen. Umso komischer finde ich es, wie sich nicht konsequent daran gehalten wurde und ich frage mich, wo diese Diskrepanz entstand. Das neue Konzept des Flamelurkers wurde zum Beispiel von Kesley Glackzin erschaffen, welcher nur unter Auftragsarbeit angestellt war und eventuell das Original nicht kannte. Brian King war für das 3D-Modell verantwortlich und setzte das um, was er vorgesetzt bekam. Er stand unter der Leitung des Lead-Character-Artists Bob Wallace und zusätzlich hatte noch der Art-Director Mark Skelton und Gavin Moore selbst als Creative-Director jederzeit die Möglichkeit zu intervenieren. Es gab also einige Instanzen, welche diese Konzepte überprüfen und akzeptieren mussten und sicherlich gab es auch intern Uneinigkeiten, was nun okay ist und was nicht. Aber das Endprodukt wirkt in seiner Art Direction leider oft unstimmig, weshalb für mich nicht das ursprüngliche Gefühl aufkam. Dann wiederum stellt sich die Frage, welches Gefühl Miyazaki und sein Team ursprünglich in Planung hatten.
Lance McDonald meinte zu dieser Diskussion, dass Gavin Moore und Bluepoint etliche frühe Konzeptzeichnungen bekamen, die wir nie sehen werden, und die Kritik der Fans aus dieser Unwissenheit resultierte. Eine Quelle für diese Aussagen habe ich nicht gefunden, also sollte man das mit Vorsicht genießen, aber Lance ist jemand, den ich sehr schätze und gerade in solchen Dingen gerne vertraue. Auch meinte er, dass die Konzepte, die wir bekommen, meist extra an die finale Version angepasst bzw. bereinigt sind und die ersten Zeichnungen weiterhin unbekannt bleiben, was man definitiv bestätigen kann, denn so sehen keine frühen Entwürfe aus. Alles in allem kann man aber weder Moore noch dem Team von Bluepoint wirklich einen Vorwurf machen. Die Kunst ist nur ein kleiner Aspekt von vielen, welcher mir als Künstler und großer Fan des Originals eben am wichtigsten ist. Mit Dingen wie einem klassischen Filter sind sie uns ja auch entgegengekommen, um zumindest die ursprüngliche Farbpalette wiederherzustellen. Ich hätte dieses Konzept noch weitergeführt, um auch andere Anpassungen aus dem Fotomodus ins laufende Spiel übertragen zu können. Die Optionen für Tiefenunschärfe und Blumen sind nämlich vorhanden, können aber nicht wie die Filter im Spiel selbst verwendet werden. Die beste Idee, die mir eingefallen ist, wäre, beide Versionen von Demon's Souls zur Verfügung zu stellen, zwischen denen man wählen kann. Das Ganze wäre möglich gewesen, da sie ja bereits die PS3-Version komplett in ihrer Engine zum Laufen gebracht haben, bevor sie Anpassungen vornahmen. Dadurch hätte man nicht nur alle Leute zufriedenstellen, sondern gleichzeitig auch noch das Original erhalten können, welches weiterhin auf der PS3 gefangen ist. Für Verbesserungen im Gameplay oder die alte Musik hätten Optionen in den Einstellungen vollkommen ausgereicht, um die Erfahrung so anzupassen, wie man es möchte. Ein interessantes Beispiel hierfür wäre das Remake zu Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Mit einem Tastendruck konnte man dort zwischen alt und neu wechseln, und auch wenn das nicht so einfach bei 3D-Spielen funktioniert, wäre die Option eventuell im Rahmen des Möglichen gewesen, vielleicht auch gerade weil man die Power der PS5 hatte. Der freie Wechsel würde natürlich auch Probleme machen, da es zum Beispiel neue Items gibt, welche im Original dann nicht benutzt werden dürfen, aber es ist zumindest ein nettes Gedankenspiel. Meine Idee ist auch alles andere als perfekt und löst keins der Probleme, die ich mit dem Remake selbst habe, aber es wäre besser als nichts gewesen, um es zu der besten verfügbaren Version zu machen, gerade da sie wie ein Ersatz wirkt, etwas, das Remakes niemals sein sollten. Wenn das Original nach wie vor überall verfügbar wäre, könnte das Remake einfach eine alternative Version sein, welche das Original ergänzt. So gerät der Titel auf der PS3 aber langsam in Vergessenheit und wird immer schwerer zu spielen, während die Neuauflage der PS5 ihren Platz einnimmt, was furchtbar schade ist. Nahezu alles andere wurde sinnvoll verbessert, gerade was das Gameplay oder Quality of Life Änderungen angeht. Die Grafik ist atemberaubend, die Animationen sind fantastisch und selbst die übertriebene Mimik der Charaktere passt mit ihrer Albernheit irgendwie in die Welt hinein. Dem Spiel fehlt leider nur genau das, was es für mich so besonders gemacht hat. Und ich hoffe, man versteht nun, warum nicht jeder den neuen Stil des Remakes mag. Ein Remake, welches bewusst eine andere Richtung eingeschlagen hat und damit im Kontrast zum Demon's Souls Remake steht, ist Final Fantasy VII. Ich war ein großer Fan von vielem, was das Spiel gemacht hat, aber die Art und Weise, wie sie mit Nostalgie gespielt haben, ist im Nachhinein sehr fragwürdig. Anfangs machte das Spiel noch den Anschein, der originalen Story größtenteils zu folgen, aber über den Verlauf des Spiels wurde immer klarer, dass das hier kein Remake, sondern eine Neuinterpretation ist. An sich fand ich alle neuen Inhalte, Orte und Sidequests recht unterhaltsam, was es für mich aber kaputt gemacht hat, war die Story. Über den Verlauf des Spiels tauchen immer wieder Geister auf, welche versuchen, die Story aus dem Original zusammenzuhalten, während die Charaktere im Spiel versuchen, von ihr abzuweichen. Der Endboss ist das Schicksal selbst und nachdem man es besiegt, leben tote Charaktere aus dem Original plötzlich wieder. Dadurch entstandene Plotholes können nun mit einer alternativen Timeline begründet werden und mit dem Ende ist sicher, dass die kommenden beiden Teile noch weiter vom Original abweichen. Mal abgesehen davon, dass sich die Story dieses Spiels für mich wie eine schlecht geschriebene Parodie anfühlt, die kein Gefühl für Nuance hatte, alles durcheinander warf und schlichtweg im Schatten des Originals steht, ist mein größtes Problem, dass das Spiel mit den Worten Remake beworben wurde und bei uns allen eine gewisse Erwartungshaltung ausgelöst hat. Es wurde vorher nirgendwo erwähnt, dass es sich hierbei quasi um eine komplett neue, alternative Story handelt, was natürlich Unmut bei vielen Fans auslöste. Ich kenne kein Spiel, bei dem sich ein Remake so lange und so sehr gewünscht wurde wie bei dieser Ikone. Allein die Tatsache, dass sie im initialen Trailer nicht einmal den Namen des Spiels nennen mussten, zeigt, wie berühmt dieser Titel ist und extrem viele Fans erwarteten eben, dass sie hiermit eine originalgetreue Neuschöpfung ihres Kindheitsspiels bekommen, was nicht der Fall war.
Die beiden Spiele sind verschiedene Interpretationen derselben Idee und können im Nachhinein problemlos koexistieren. Man sollte in solchen Fällen aber klar kommunizieren, anstatt Fans hinters Licht zu führen. Interessanterweise empfand ich die allgemeine Atmosphäre des Spiels dennoch recht nah am Original. Es fühlte sich immer noch wie FF7 an, obwohl es eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Das lag daran, dass der Stil der Charaktere und Umgebungen der Vorlage treu blieben und nur kleine Anpassungen vorgenommen wurden, welche aber stets sinnvoll und passend waren. Auch die Musik baut auf die ursprünglichen Tracks hervorragend auf, was wahrscheinlich auch dem Fakt geschuldet ist, dass der ursprüngliche Komponist Nobuo Uematsu wieder am Soundtrack mitgewirkt hat. Ein Moment, an den ich mich noch sehr gut erinnere, war der Kampf gegen Genova. Ihre Melodie ist einer der größten Banger der Videospielgeschichte und ich war am Anfang des Kampfes etwas enttäuscht, als ich nur kleine Teile des Themes wiedererkannte. Doch mit dem Wechsel in die letzte Phase kam plötzlich die altbekannte Melodie in ihrer ganzen Pracht zurück und ich saß da und musste vor Freude fast weinen. Selten hat mich ein Lied so stark getroffen und an alte Zeiten erinnert. So etwas habe ich bei Demon's Souls vermisst und genau diese Dinge tragen eben dazu bei, ob das Gefühl in einem Remake erhalten bleibt oder eben nicht. Demon's Souls und Final Fantasy VII zeigen, wie unterschiedlich Remakes sein können und auch wenn gerade heutzutage nahezu alles ein Remake oder Remaster bekommt, geht das Ganze schon lange zurück. Die Begründung hinter Neuauflagen ist naheliegend. Man möchte alte, in die Jahre gekommene Werke aufhübschen und an aktuelle Standards anpassen, damit eine neue Generation sie ebenfalls erleben kann und man muss nicht darauf hoffen, eine Zielgruppe für das Spiel zu finden, da sie schon lange existiert und wahrscheinlich auch schon Nostalgie entwickelt hat. Doch braucht es wirklich Remakes dafür? Sie sind wesentlich aufwendiger und kostspieliger als Remasters und eben auch oft mit dem Risiko scharfer Kritik verbunden. Punkte wie bessere Grafik, besseres Audio oder verbesserte Mechaniken bekommen größtenteils auch Remasters hin. Und das, ohne die Art Direction oder das Spielgefühl zu ändern. Natürlich muss man hier auch alle Leute berücksichtigen, denen diese Punkte wichtig sind und Spiele wegen veralteter Grafik einfach nicht spielen wollen. Es ist immer noch Geschmackssache, was einem gefällt und was nicht. Aber wenn man Spiele nur wegen hässlicher alter Grafik nicht erleben möchte, kann man auch nur selten all das würdigen, was die Spiele sonst noch ausmacht. Sei es die Story, das Gameplay, die tiefer liegenden Themen oder die Art und Weise, wie Spiele sie interaktiv verknüpfen und damit eine stärkere Bindung mit der eigenen Persona schaffen, als es andere Medien können. Natürlich kann ein moderner Look all das vielleicht besser rüberbringen, aber manche Spiele wählen auch bewusst einen bestimmten Stil, der eben am besten zur Idee passt, selbst wenn er nicht realistisch oder modern ist. Plump gesagt kommt es bei Spielen wie bei allem anderen eben nicht nur auf die äußeren Werte an. Dazu muss ich aber ergänzen, dass ich jemand bin, der mit alten Spielen groß geworden ist, ihren Look liebt und deshalb nur schwer nachvollziehen kann, wie man veraltete Grafik nicht mögen kann. Wer jedoch Interesse an all dem hat, aber schlichtweg nicht in ein Spiel reinkommen kann, weil ihm das Gameplay nicht liegt oder gefällt, für den sind Remakes tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit. Auch hier könnte man argumentieren, dass Änderungen das originale Gefühl ruinieren, aber zumindest ich finde, dass sie meist kaum etwas an der Essenz des Spiels ändern. Etliche alte Mechaniken in Spielen sind heutzutage frustrierend oder hinderlich, von begrenztem Leben hin zu langen Ladezeiten oder unnötig langwierigen Prozessen in den Menüs. Sie können bewusst gewählt sein, um die Aussage des Spiels zu unterstreichen, oft sind sie aber nur ein Relikt ihrer Zeit. So gibt es genug Leute, denen das langsame, rundenbasierte Active Time Battle System aus dem originalen Final Fantasy VII nicht gefällt. Das Remake bietet hingegen ein wesentlich actionreicheres Echtzeit-Kampfsystem. Damit das Argument aber Sinn macht, muss das grundsätzliche Erlebnis aber gleich bleiben, was bei FF7 leider nicht gegeben ist. Wie vorhin bereits erwähnt, können die beiden Interpretationen koexistieren, aber wer hier die ursprüngliche Story erleben will, kommt an der Version aus 1997 nicht vorbei, zumal sie auch nicht mehr schwer zu beschaffen ist. Viele Spiele wie Demon's Souls sind tatsächlich nur auf ihren ursprünglichen Systemen verfügbar,
welche mit der Zeit alle verschleißen und kaputt gehen werden. Durch Remakes werden Spiele zwar wieder auf aktuellen Systemen verfügbar und damit in gewisser Weise erhalten, aber auch hier gibt es wieder Remaster, die das gleiche oft günstiger und näher am Original tun. Final Fantasy VII bekam ein solches Remaster für alle Systeme, wodurch man nicht länger eine funktionierende PS1, PS2 oder PS3 mitsamt des Spiels benötigt. Der beste und einzige Weg der vollkommenen Erhaltung ist sowieso nur die Emulation, da sie Spiele quasi auf ewig zugänglich macht und oft auch etliche Möglichkeiten bietet, ein Spiel technisch anzupassen. Ich weiß, dass Emulatoren bei vielen auf Abneigung stoßen und die Nutzung von ROMs rechtlich schwierig ist, aber sie sind eben unabstreitbar das Beste, wenn es um das Thema der Spieleerhaltung geht. Damit sind Remakes an einem Punkt, wo sie nur wenig Mehrwert im Vergleich zu Alternativen bieten. Was sie für mich oft rettet, sind die Ambitionen, die hinter ihnen stecken. Während Remasters und Ports in erster Linie für schnelles Geld gemacht werden, kostet ein Remake die Firmen oft so viel wie ein normales Spiel, wenn nicht sogar mehr. Ein Remake ist mehr als eine Neuauflage eines alten Spiels. Es ist eine Hommage an die Vorlage. Nicht selten empfinden die Entwickler genauso viel Nostalgie wie wir und versuchen ihr Bestes, diese Nostalgie in das Remake zu übertragen. Dass sie an der ein oder anderen Stelle scheitern, tut nichts zur Sache, wenn man die Menge an Passion und Arbeit betrachtet, welche sie in diese Werke stecken. Es ist verständlich, dass sie hier und da ihre eigenen Ideen oder Vorstellungen in das Werk einfließen lassen wollen, wenn man einmal im Leben die Chance dazu bekommt. Gerade aus der Dokumentation zu Demon's Souls ging hervor, wie viel Respekt Bluepoint vor dieser Aufgabe hatte und mit welcher Liebe zum Detail sie an alles herangingen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Sie hatten mit dem Release der PS5 permanent die Deadline vor Augen und mussten während der Pandemie unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Ich kann letztendlich nur meinen Hut davor ziehen, dass sie es in 3 Jahren Entwicklungszeit schafften, eines der wohl grafisch, auditiv und technisch besten Spiele zu produzieren, das ich bisher gesehen habe. Selbst wenn es für mich der Vorlage nicht ganz gerecht wurde, änderten sie etliche Dinge zum Besseren und brachten, wie schon bei Shadow of the Colossus, ein Geheimnis ins Spiel rein, welches in der ersten Woche nach Release zu einer unvergesslichen Schnitzeljagd innerhalb der Community führte und uns eine lang ersehnte geheime Rüstung gab. Auch wenn ich Remakes gerade so kritisiert habe, mache ich das nur, weil ich sie doch selbst gerne spiele und sehen will, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie ihr volles Potenzial nutzen. Etliche Remakes sind bereits hervorragend gelungen und dienen als Beispiel, wie man alte Spiele in neuem Glanz erstrahlen lassen kann. Wonderboy 3 mit seinem dynamischen Wechsel zwischen alt und neu nannte ich bereits. Die Pokémon Remakes Soul Silver und HeartGold sowie Omega Rubin und Alpha Saphir machen einen guten Job. Das neue Dead Space baut hervorragend auf das Original auf und auch Resident Evil 1 und 2 sind tolle Neuauflagen. Gerade weil es so viele gute Remakes gibt, sind meine Hoffnungen und Erwartungen immer so hoch. Vielleicht auch einfach etwas zu hoch. Ich kann das Resident Evil 4 Remake kaum abwarten. The Witcher 1, KOTOR oder vor allem Gothic sollen nun auch Remakes bekommen, denen ich vorsichtig optimistisch gegenüberstehe. Und mit etwas Glück bekommen wir von Square Enix vielleicht auch bald die Bestätigung für das vermeintlich geleakte FF9 Remake, bei dem ich komplett ausrasten würde. Kein Remake wird jemals die gleiche Erfahrung bieten wie seine Vorlage und das ist auch nicht deren Sinn und Zweck. Dafür gibt es schon Remasters. Demon's Souls und Final Fantasy VII sind mir aber sehr wichtig und die Richtung, die mit den Remakes eingeschlagen wurden, vernachlässigen meines Empfindens nach leider zu sehr die Originale. Demon's Souls, in dem es durch westliche Einflüsse seine dezente Art und Nuance gegen eine epischere, klassischere Inszenierung eintauschte, welche eher zu Diablo oder The Witcher passt. Final Fantasy VII, in dem es sich komplett von der eigentlichen Story löste und nun etwas Eigenes tut. Ob das nun gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder hat andere Ansprüche und Vorstellungen. Manchen werden genau diese Änderungen und Abweichungen gefallen, da sie frischen Wind in alte Erfahrungen bringen. Dieses Video half mir zumindest, die Seite der Entwickler besser zu verstehen und zu erkennen, dass einiges meiner ursprünglichen Kritik unbegründet oder zu harsch formuliert war, weshalb ich dieses Skript oft überarbeitet habe. Meine Meinung hat sich nicht geändert, aber sie ist nun reflektierter und hoffentlich nachvollziehbar. Egal ob ein Remake nun nah am Original bleibt, es transformiert oder eine komplett neue Interpretation daraus macht. Alle würdigen es auf ihre eigene Weise und mit diesem Gedanken kann ich mich abfinden. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass die ursprünglichen Werke in Erinnerung bleiben. Und das ist letztendlich doch alles, was wichtig ist. Auch wenn das Remake anders war, als ich es mir vorgestellt habe, fanden dennoch etliche Leute Gefallen daran und konnten vielleicht auch selbst zum ersten Mal in die Welt von Boletaria abtauchen. Leider haben sie nur eine andere Version des Ortes erlebt, welche weit von FromSofts Vision abweicht.
Deshalb ist das Original auch weiterhin meine liebste Version, was vollkommen okay ist. Kein Remake soll oder will seine Vorlage ersetzen. Sie sind dazu da, ihr Respekt zu zollen und sie in einem neuen Licht zu zeigen. Selbst wenn Leute voller Nostalgie, Leute wie ich, gerne keinerlei Änderungen an ihren altbekannten Spielen sehen wollen, ist letztendlich doch nichts schlimmer als Stagnation. Dinge sollen und müssen sich weiterentwickeln. Und selbst wenn man stolpert, scheitert oder Dinge hinter sich lässt, ist letztendlich doch jeder getane Schritt auch irgendwo ein Schritt nach vorne.